was machen Sachen wir? Mehrere von euch haben ja schon mal nachgefragt, wie ich meine Papierkraniche denn so schön rumfliegen lassen habe in meiner Abschlussszene, die ihr auch hier im Hintergrund sehen werdet. Und genau das werden wir heute machen. Ich zeige euch, wie man verschiedene Sachen eine Spline entlang schieben lassen kann. Wir werden es auch wie immer Schritt für Schritt aufbauen, vom Anfang bis Ende. Wir werden mit einem normalen Mesh anfangen und dann halt immer Schritt für Schritt weiter aufbauen, sodass wir dann am Ende auch eine Animation drin haben. Wir werden aber leider die Papierkraniche nicht nutzen können. Wir nehmen ein anderes Mesh, aber im Endeffekt ist es ja egal, was wir da reinladen für eine Animation. Wir fangen erst mit einem normalen Mesh an. Ja, fangen wir am Anfang wieder an. Wir brauchen erstmal eine Blueprint, einen normalen Actor Class. Und die benennen mit vernünftig, dass wir halt wissen, was wir damit anstellen wollen. So, dann öffnen wir einfach unsere normale Actor Class. Den Viewport kennen wir ja bereits, den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Jetzt suchen wir uns hier oben eine Spline raus. Und natürlich unser Mesh, was wir halt einfach ja, da lang entlaufen lassen sollen. Ich habe jetzt halt nichts Besonderes gemacht, einfach, dass wir es besser sehen, habe ich hier so einen kleinen Flieger gebaut, dass wir einfach sehen, ja, in welche Richtung es fliegt. Das wird später ein bisschen wichtiger. Gerade bei den Animationen brauchen wir eine bestimmte Richtung und den nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, weil man es halt schön sehen kann, anders wie bei halt einer Box, die von allen Seiten gleich ist, verliert man gleich einen Überblick, wo jetzt vorne ist. Gehen wir jetzt in den Event Graph. Dort haben wir wieder drei Optionen zur Auswahl. Wir brauchen nur Event Begin to Play. Die anderen können wir löschen, die brauchen wir nicht. Und daran knüpfen wir direkt eine Timeline und füllen diese. Einmal Doppelklick zum Öffnen. Dann nehmen wir das App. Auch hier brauchen wir zwei Keys. Ein bei 0,0 und bei einem gehen wir mal auf 1 und 10. Das soll einfach angeben, wie lang es für eine Runde braucht. Also einmal die komplette Spline entlang. In dem Fall halt 10, Faktor 10. Wir können das nachher mal ändern und es ist auch immer ein bisschen schwierig, da das richtige Timing zu finden. Es kommt auch immer darauf an, was ihr wollt. Aber da kann man sich ja dann immer nach und nach herantasten. Ja, die nächste Node, die wir brauchen, jetzt auch wieder von der Timeline aus, ist einmal Set World to Transform. Am besten direkt mit unserem Mesh verbunden, wie in meinem Fall halt der Flieger. Und danach gehen wir nochmal zurück. Und wir brauchen ja auch nochmal die Spline. Also ein Get Spline Length. Am besten, wenn halt auch schon die Spline mit drin ist, wenn etwas mit dir halt dazu holen. Einfach Drag and Drop rein, wenn eins der Mesh nicht mit reingezogen wurde. Als nächstes brauchen wir für unseren Spline einfach einen Float X Float. Einfach halt in der Suche, ja, einfach in der Suche auf dem Numpad einfach das Mal suchen, dann habt ihr eigentlich schnell gefunden. Float if float. Damit verbinden wir unsere Timeline. Die kommt nach unten und unser Get Spline Length, die kommt nach oben. Ja, dann brauchen wir wieder eine neue Node. Get Location at Distance along Spline. Die brauchen wir. Ja, falls ihr noch eine Spline kriegt wie ich, könnt ihr die rauswerfen. Wir haben ja schon mal einmal die Spline. Ich nutze halt Nodes, die halt öfters vorkommen, immer wieder von einem Kern aus. Da kann ja nicht durcheinander kommen. Der Coordinate Space muss auf World, sonst funktioniert es nicht. Und dann verbinden wir einfach den Return Value direkt mit unserer New Transform. Es wird eine neue Node erstellt, die einfach beides verbinden kann, weil ja an und für sich beides andere, ja, Typen sind. Sieht man noch an den Farben, welche Verbindung es hat. Und dann testen wir mal, was passiert. So, um die Blueprint einfach zu nutzen und ihr einen Weg zu geben, einfach Drag and Drop reinziehen. Ihr kriegt das Modell und ein, ja, den ersten Vertex. Den könnt ihr dann einfach anklicken und mit Alt duplizieren. Und so könnt ihr euch erstmal einen Weg bauen, wo es eigentlich hingehen soll. Dann drücken wir Play und gucken mal, was passiert. Okay, bewegen tut es sich schon mal. Soweit, so gut. Es schaut aber halt direkt in eine Richtung. Wenn ihr das so haben möchtet, könnt ihr es dann so lassen. Für alle die, die aber wollen, dass sich das auch der Spline entlang folgt, sprich halt die Nase immer direkt der Spline entlang läuft, ja, die gucken jetzt weiter. Das machen wir nämlich jetzt. Es soll ja in der Richtung der Spline gucken, also ist es eine Rotation, die wir brauchen. Daher heißt die Node, die wir jetzt benötigen, Get Rotation at Distance along Spline. Da packen wir auch wieder die Spline rein, wenn sie nicht schon drin ist. Unseren multiplizierten Wert aus der Timeline und aus dem Get Spline Length, der kommt da rein. Auch hier wieder Coordination Spaces World. So, für den Fall der Fälle, dass unser Modell jetzt halt nicht direkt der Spline entlang guckt, sondern Gott weiß wohin, fügen wir jetzt halt sicherheitshalber noch einen Break und einen Make Rotate ein und einen Add, also Float Add Float. Für den Fall der Fälle, dass es halt, falls es nicht in die Richtung guckt, wo es hingucken soll, dass wir es manipulieren können.
Wird jetzt bei dem Modell nicht vonnöten sein, da es halt direkt in diese Richtung guckt, aber später für Animationen kann das wichtig sein. Ich wollte es halt nur erwähnt haben. Wir können auch die Richtung manipulieren, dafür sind die da. Die werden wir da wahrscheinlich dann, wenn wir die Animation einfügen, direkt nutzen müssen, weil ich nicht weiß, in welche Richtung das Modell guckt. Ja, das alles fügen wir jetzt noch zusammen mit einem Make Transform. Da kommt einmal unser Return Value vom Get Location and Distance Along Spline. Plus halt das, was halt am Ende unseres Make-Rotate rauskommt. Und der Return-Value von unserem Make-Transform kommt in unserem New-Transform in Z-World-Transforms. So. Das war auch schon alles, dass es in diese Richtung guckt. Auch mal speichern und testen. Für den Fall der Fälle lasse ich halt nochmal den Float-Add-Float hier unten drinnen liegen. Der tut ja nicht weh, der ist jetzt da. Den brauchen wir vielleicht später nochmal. Und jetzt einfach compilen und testen, ob es funktioniert. Und tada, ja. Er bewegt sich und guckt auch direkt in die Richtung der Spline. Alles hat funktioniert. Es gibt auch noch einen kleinen Trick, dass man einfach sieht, in welche Richtung die rotiert ist. Man kann ja die Spline halt nicht nur in der Position ändern, nein, man kann sie auch rotieren. Momentan fliegt das Flugzeug ja nur gerade in eine Richtung. Es ist halt in der Spline noch nicht rotiert. Ja, ist jetzt der Spline an sich erstmal so schwierig zu sehen, dass er dünn ist. Das können wir aber ändern. Wir gehen auf die Spline, machen einen Rechtsklick drauf. Ja, dort unten haben wir ein Kästchen zum Anhaken. Visualize Roll and Scroll. Sprich, man sieht jetzt einfach die Rotation und auch die Skalierung, falls sich halt da irgendwas ändert. So werden uns halt einfach Veränderungen in dieser Richtung einfach angezeigt. Macht das Arbeit nochmal leichter. Gerade bei so einem Flugzeug lohnt es sich, wenn sich das Flugzeug ein bisschen neigen soll, kann man das so einstellen. Zurzeit fliegt unser Flugzeug einfach nur geradeaus, eine Route lang und fertig ist es. Wir wollen aber vielleicht, dass sie einfach ein Loop fährt, also einmal rundherum und immer wieder von vorne anfängt. Lässt sich ganz einfach einstellen, zurück in die Blueprint, in unseren Viewport. Ja, dann klicken wir unsere Spline und da gibt es die Option Close Loop. Einfach mal anklicken. Ja, und jetzt haben wir einfach eine Loop. Es geht einmal rundherum. Und bevor wir jetzt aber kurz testen und enttäuscht werden, dass einfach nach dem Loop einfach aufhört zu fahren, gehen wir kurz in die Timeline und machen hier auch die Loop-Option an. So fährt er immer wieder im Kreis. So, und wenn wir jetzt starten, macht unser Flugzeug genau das, was wir wollten. Oder es macht das, was ich will. Es fliegt einfach wunderschön im Kreis, immer wieder und immer wieder. Wenn euch euer Mensch einfach zu langsam oder zu schnell ist, könnt ihr einfach in die Timeline gehen und die Zeit noch verändern. Ihr müsst es ein bisschen ausprobieren. Je nachdem, wie lang euer Weg ist, ist es halt immer ein bisschen anders. Einfach mal ein bisschen austesten und herumprobieren, bis es so passt, dass es euch gefällt. So. Funktioniert alles wunderbar, wie wir das wollten oder wie ich es wollte. Wir können jetzt anstatt des Fliegers alle möglichen Meshes da reinladen, kein Problem. Wir wollen aber eine Animation. Im Prinzip ist es das Gleiche, wir brauchen nur einen anderen Mesh-Typ. Ich dupliziere mir einfach unsere Blueprint. Für Animationen in einer Blueprint nutzen wir ein Skelettel-Mesh. Das ziehen wir anstatt unseres Fliegers einfach rein. Sucht das euch oben raus. Add Component, Skelettel-Mesh. Compile das kurz. Jetzt suchen wir uns das Modell aus, was wir reinladen möchten mit der Animation. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal einen von meinen Charakteren, aber ihr könnt einfach jede Animation, die ihr habt, da reinladen. Ihr müsst erst das Skelettel-Mesh hier reinpacken. Also das Rosane muss ins Rosane. Ihr könnt nicht direkt Animationen reinladen. Scrollt etwas höher in Animation, dann klickt ihr oben auf den Balken und sucht euch Use Animation Asset aus. Und dann könnt ihr eure Animation reinpacken. In meinem Fall einfach ein Walk Cycle, der läuft jetzt einfach da lang. So. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja den Flieger rausgenommen und das Spline Mesh rein. Im Eventcraft müssen wir das natürlich auch austauschen. Einfach Drag and Drop, reinziehen, verbinden, fertig. Compilen, jetzt können wir es testen. Ziehen wir mal kurz einen Kurs auf, wo er langlaufen soll. Ja, und hier taucht halt das Problem auf, was ich vorher erwähnt hatte. Unser Modell guckt halt gar nicht nach vorne. Er läuft seitlich. Ganz seltsam. Sieht total lustig aus. Aber so soll er ja nicht laufen. Um das auszugleichen, haben wir einfach unseren Break und Make Rotation offen gelassen mit dem Float Add Float. Den werden wir jetzt nämlich genau hier brauchen. In meinem Fall war es jetzt der Z-Jaw, der halt Justierung brauchte. Dort habe ich halt einfach meinen Float Add Float verbunden. Mit der richtigen Anzahl. Es ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Wie gesagt, beim Flieger hat man keinerlei Probleme und jetzt das Modell war ein bisschen verdreht. Aber hiermit kann man halt diese ganzen Rotationen ausgleichen. Dreht das einfach in die richtige Richtung. Ihr müsst teilweise ein bisschen ausprobieren, wenn ihr nicht wisst, welche Richtung jetzt gedreht werden muss. So. Und nun funktioniert alles. Der Charakter läuft einfach munter weiter im Kreis. Bis auf Ewigkeit ist er verdammt im Kreis zu rennen. So. Mit dieser Blueprint könnt ihr halt sowohl Objekte als auch Animationen einer Spline entlanglaufen lassen. Egal ob im Loop oder nicht. Ist euch überlassen, wie ihr das machen möchtet.
So, das war's jetzt mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich habe den ein oder anderen geholfen. Oder es war spannend für euch, das zu sehen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich kann auch verschiedene Tutorials vorziehen. Jetzt wie in diesem Fall, wo mich halt mehrere Personen darauf angesprochen haben, wie ich das eigentlich gemacht habe. Habt keine Scheu, schreibt es in die Kommentare. Auch generell könnt ihr ein bisschen Feedback dalassen. Ja, und dann, man sieht sich.